Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Star Road mit dem Kevin zusammen. Ihr seht, wir haben 101 Sterne, weil wir im letzten Part zwar mit 100 aufgehört haben, aber ich den einen Red Coin Star jetzt offscreen gesammelt habe, auf den wir ja keinen Bock mehr hatten. kurz eingesammeltes Scheißding, hat mich wieder ein paar Versuche gekostet, aber jetzt sind wir durch. Passt auf jeden Fall soweit. By the way, bei dem ganzen Redcoin-Gescheißdreckel ist mir aufgefallen, wo der letzte... das letzte Secret sein könnte. Oh, okay, das wäre nett, wenn du mir das sagen könntest. Nö, ich lass dich einfach weitersuchen. Ah ja, danke. Nee, ich zeig's dir gleich. Ich lass dich erstmal den ganzen Scheiß hier einsammeln. Beziehungsweise ich sammel's auch ein. Ja, gut positionieren muss ich mich auch. Oh lol, ja, GG. Mach den scheiß Wandspruch. Ja, was macht wow. Den scheiß... Bestimmt, dass wir beide die gleichen Probleme haben. Oh, dieser Schalke hey, hier. Den scheiß Wandsprung! Oh. Okay, anscheinend kann man in diesen Toren keinen Wandsprung machen. Das ist auch interessant zu wissen. Ja, das kann sein, I don't know. Aber ich glaube, eigentlich sollst du da auch hier mit. Eigentlich sollst du übrigens, glaube ich, auch hier so hoch, ne? Mir egal. Ja, sollst du. Ich beug mich nicht den Regeln von anderen. Warum wechselst du eigentlich die ganze Zeit zwischen Mario und Luigi? Tu ich nicht. Was? Echt nicht? Oh, dann oh, ist mein. Oh ja, das ist ein Bug. Dann ist mein Game verbuggt. Dann muss ich vielleicht gleich mein Game neu starten. Na, das ist ein normaler Bug. Der ist mir auch schon passiert. Aber nur am Anfang irgendwie, dass ich manchmal zwischen Mario und Luigi wechsle. Da kann es auch mal vorkommen, dass ich einfach ein roter Luigi oder ein grüner Mario bin. GG. Ja, guck mal hier. Ah, fuck. Das ist mir nämlich aufgefallen, so dass bei dem Roboter, das sah sehr stark danach aus. Und dachte ich mir so, ja, ich denke mal, das wird sein. Ja, entspannt. Damit haben wir die Welt hier auf jeden Fall abgeschlossen. Dann, oh, das ist nicht gut. Ich hänge. Nein! Als ob! Nein! Ich häng fest. Ich auch! Warte! Ah, ich hab's ja! Okay, geh raus! Okay, Gott sei Dank. Wir sind fusioniert, Alter. Was wieder eine belastende Scheiße, ey. Das gibt's ja wieder nicht. Wir sollten vielleicht nicht versuchen, gleichzeitig etwas zu tun. Ja, ich glaube auch, das mag das Spiel nicht. Oh man, Alter, was ist das? Alles klar, damit ist die Welt abgeschlossen. Ja, Leute, und ihr wisst, was das heißt. Nein. Nein, das heißt es nicht. Nein, ich das heißt es nicht. Nein, 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 tust du nicht. Wir müssen nämlich noch die Wingcap machen. Ja. Nee, Bruder. Nee, ich schieß mich zu dir. Die Wingcap wird erst noch gemacht. Ich bin schon in der Welt drin, ne? Ja, ich auch. Ich bin hinter dir. Der Hate ist real. Hast du dich gerade mit der Kanone in die Welt reingeballert? Natürlich. Alter Skiller, ey. Ich heiße doch nicht umsonst Cannon Master. Stark. Aber springen kann ich trotzdem nicht. So solltest du deinen YouTube-Kanal nennen. Cannon Master. Oh mein Gott. Auch in den Tod geflogen? Ich habe den Weitsprung etwas falsch eingeschätzt. Ja, ich habe den normalen Sprung ein bisschen falsch eingeschätzt. Mann. Ah, ich habe schon wieder diese Sprite-Bugs, dass manchmal irgendwelche Sprites auftauchen, die einfach gar nicht da sein sollten. Würdest du vielleicht wirklich nicht doch nochmal neu starten? Ja, mache ich gleich. Aber erstmal will ich jetzt die Wingcap aktivieren. Oh, der Kitman hat bei mir auch keinen Ton. Interessant. Ja, ich glaube, du sollst wirklich neu starten. Ja, sollte ich, aber gleich. Gut, willst du mir denn zeigen, wo wir hin müssen? Ja, du weißt, wo wir hin müssen. In die Röhre. Gut, ich bin Game Over, von daher starte ich ganz kurz mein Game neu, Leute. Kurzer Cut an dieser Stelle, ich bin gleich wieder da. Ich glaube, wir hätten auch mit den großen Turms und einem Weitsprung vielleicht hier rüber gekonnt. Warte mal. Nee, das ist zu weit weg. Ja, wahrscheinlich. Ich bin Rosalina-Sprung jetzt vielleicht geschafft. Oh, jetzt bin ich reingefangen. Ja, ich bin auch schon. Okay, Leute, ja. Oh ja, G-fucking-G. Bin direkt erstmal gewassert. Ist auch egal, wir haben die Kamera schon aktiviert. Ja, ja. Das habe ich auch noch nie gehört. Ich glaube, so nennt sich das tatsächlich, wenn man im Wasser landet, als Flugzeug oder so. Wurde es, heißt es nicht gewässert? Nein, ich glaube nicht. Ah, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Leute, schreibt es in die Kommentare. Oder bewässert? Schwarmintelligenz. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Vielleicht sollten wir es mit Mario machen, actually. Weißt du was? Ich wechsle zu Mario, weil bei Rosalina ist die Cappy ja verbuggt. Actually weiß ich, was wir immer machen müssen. Die Red Coins sammeln. Red Coins einsammeln, natürlich. Und ich weiß auch, wo der Shadow Star ist. Und der ist ganz oben wahrscheinlich. Der ist in dem Zeppelin. Zeppelin? Wo ist denn Zeppelin? Guck mal in die Luft. Oh, ich liebe die Musik, ich erinnere mich an die Musik. Oh mein Gott, ich liebe die. Yeah. Ich habe keine Ahnung, was das für Musik ist, aber die ist ja rechts so geil. Von dir. Hochgucken, hoch. Das ist ein Heißluftballon. Das ist dasselbe. Nein, ein Zeppelin ist dieses ovale Ding, was aussieht wie ein American Football. Bei uns heißt das Zeppelin. Das Ding heißt Heißluftballon. Aber hey, was soll's.
Na komm, fuck that shit. Bruder! Okay, komm ich da mit der ohne Fliegencappy nicht rein? Nee, komm ich auf gar keinen Fall hoch, das ist ja viel zu hoch. Ah, oh, wobei, vielleicht kommst du, vielleicht schaffe ich es von da mit dem Bandsprung. Hast du eine Ahnung, wo die ganzen Münzen sind? Weil ich weiß es nämlich nicht. Nö, ich war hier nur drin, um die Wingcap zu holen. Entspannt, Alter. Sind hier oben schon vielleicht ein paar Münzen begegnet? Sind da auch welche, wo wir hin müssen? Ich bin irgendwo einer. Ja, ich bin hier. Hier ist noch einer. Also hier vorne am Start direkt ist eine. Auf einem roten Dach ist eine. Auf dem roten Dach, okay. Ich laufe jetzt hier gerade bei Wind irgendwo nach oben, alles klar. Ja, da ist auch eine. Ja, shit, da bin ich gerade runtergefallen. Aber hier unten ist ein Gang, vielleicht ist da auch eine. Ja, tatsächlich. Wenn man da runterfällt, ist hier ein Gang im Wasser und da ist auch eine. Hinter Gitterstäben. Okay. Dann ist ja sogar gut, dass ich hier runtergefallen bin. Nice. Leute, schreibt in die Kommentare, wo die Musik herkommt. Ich guck's wahrscheinlich nach ein paar sowieso nach, aber für alle anderen, schreibt's in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich finde die geil. Ich mag die. Kommst du wieder hoch? Ja, ich bin gerade im Wasser halt. Ich muss erstmal einen Weg rausfinden. Ja, rechts. Ja, ja, ich weiß. Ich muss jetzt halt nur erstmal dahin kommen. So. Okay, und jetzt komme ich da den Wind hoch. Falls ich es schaffe. So. Würde dir den Weitsprung empfehlen bei dem einen Lückenstelle? Ja, da bin ich schon mit zwei Weitsprung drüber geballert gerade. Passt schon. Ah, hi. Ja, ich habe da oben auf dich gewartet. Ah ja, perfekt. Und wo da ist hier auf dem Baum. Auf dem Baum. Rechts. Oh mein Gott, die Kamera. Alter, ja, natürlich. Und da vorne, aua. Oh, hier ist, sorry. Hier, einmal mir folgen. Einmal. Warte, 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 ich hol mir die Cappy, ich hol mir die Cappy. Ja, siehst du mich noch? Nee. Aber ist auch egal. Ja, auf dem Ballon. Nein, hier unten. Ja, und da oben ist der Shadowstar und hier ist eine rote Münze. Achso, oh, stimmt, das meintest du mit Zeppelin. Richtig, ich erinnere mich. Ich sehe absolut gar nichts gerade. Ja, oh genau, mein Gott, ich bin richtig gelandet. Ich bin ja ein Boss. Ich habe nichts gesehen. Okay, hier sind extra Leben, wenn man das alles berührt. Brauchen wir das? Ja, eigentlich brauchen wir das tatsächlich. Belastend. Also ja, aber auch nein. So, zack, wo kommt das extra Leben? Wahrscheinlich in der Mitte, ja natürlich. Es läuft weg. Okay, hab's. Das Leben des Todes. Na, hast du mir selber Scheiß mit den Dingern. Hä? Mach halt keinen Triple Jump, Mario. Ist okay. Also nee, eigentlich ist es nicht okay, aber... Aber was soll's. Okay, irgendwie ist meine Kamera mega verbuggt gerade. Ja, ich habe auch so ein bisschen Kameraprobleme. Ne, die wackelt die ganze Zeit so hoch und runter irgendwie, oder? Hast du schon die Münze im Wasser bei den Gitterstäben? Ja, das war die ich vorhin meinte. Achso, okay. Also denn es gibt zwei, ich weiß nicht genau. Nö, aber hier. Ich habe jetzt gerade eine in der Luft eingesammelt. Nee, das ist die, glaube ich. Ich sehe keine Redcoin. Die Rettichcoins sind es. Gute Vegetarier, Mario. Der wird von seiner Spaghetti Bolognese wird der abgesetzt. Es gibt nur noch Rettich und Gurke und was auch immer. Und jetzt sammeln wir die Rettich-Coins ein. Okay. Ich frage mich eigentlich, was Mario immer nach seinen Abenteuern mit den ganzen Münzen macht. Im nächsten Etablissement der Stadt verspielen und ausgeben. Der Junge müsste doch eigentlich richtig reich sein. Ah ja, guck mal, das ist doch ganz logisch. Der kommt nie an Peach ran, also muss er sich dafür halt, ne, mit den Münzen anders behelfen. Trotzdem, das ist doch ein ganz klarer Fall. Die Münzen sind aus purem Gold. Junge, wie reich müsste der sein? Ah ja, das reicht gerade so für eine Woche. Aber dann muss er wieder das nächste Abenteuer los. Aber wenn du mal guckst, in Paper Mario zum Beispiel, siehst du ja in sein Haus. Der lebt, der lebt in der scheiß Bruchbude, kann man fast sagen. Wenn du es alles ausgegeben hast, ich meine, ist ja logisch. Der einzige, der wirklich, wirklich Kohle besitzt, ist Luigi. Der hat seine eigene Villa. Ja, die hat aber gewonnen. Jein. Es kommt drauf, also, ja, er hat also eigentlich gewonnen. Ist Bowser eh der richest Motherfucker of all, weil ich meine, guck mal, der hat ein fucking Castle, der hat eine Armada von Luftschiffen, der hat eine riesen Armee, also, what the fuck. Also, ich weiß nicht. Also, allein die Kollateralschaden, die Mario auslöst. Ja, aber er kann die ja jedes Mal bezahlen, scheinbar. Ich meine, hast du schon mal gemerkt, dass Bowser irgendwie pleite ist oder so? Irgendwie nicht? Nö, Bowser ist immer voll am Start. Aber ich glaube, der bezahlt auch nicht mit Geld, sondern eher mit, yo, du machst es mir jetzt oder ich bring dich um. Ja, aber gut, ist auch eine Art von reich, oder? Ich meine, wer kein Geld braucht, ist doch eigentlich auch reich. Weil der hat ja quasi unbegrenzte Möglichkeiten. In einer gewissen Weise, ja. Ne, also eigentlich, das ist sehr tiefgründig gerade. Vor allen Dingen, ich frag mich, was Peach eigentlich für Reichtümer hat. Die hat doch eigentlich nichts außer ein Schloss. Ja,
und eine Armada von Toads, die irgendwie die ganze Zeit in den Arsch kriechen, so. Die nutzlos sind. Oh, Prinzessin, oh, Prinzessin. Ja, die größte Haufen Scheiße sind diese Toads. Oh nein, geht das? No, das geht nicht. Wow. Oh man, come on. Are you serious? Yes, I am. Oh man, Alter, was eine Scheiße wieder hier. Ja, nee, aber ich glaube, Peach steht wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht da, weil die braucht ja auch kein Geld. Ich meine, der blöde Klempner macht ja alles für sie. Also, was soll die schon mit Geld, weißt du? So. Neue Schlösser da bauen. Geht das ganze Geld hin, was der Mario sammelt. Jedes Mal, wenn der Peach gerettet hat, dann sagt die erstmal so, ja und, wie viel Geld hast du diesmal gemacht? Und der so, ja, hier so 1-2 Mille und sie so, alles klar, neues Schloss, her mit dem Scheiß. Schuhe wollte ich außerdem auch gerade kaufen. Jetzt wissen wir, wo die ganze Kohle von Mario hinfließt. Deswegen, und Bowser spielt da einfach nur mit. Bowser entführt Peach die ganze Zeit. Peach will das nämlich, damit Mario sich eben auf den Weg machen muss, endlich wieder Geld eintreibt. Das ist eigentlich nur so eine Masche von den beiden. Boah, oder was anderes. Der Bowser will eigentlich dem Mario nur helfen, indem er die ganze Zeit die blöde Peach entführt. Oder das, oder das. Weil der Bowser eigentlich der richtige Bro von Mario ist, aber der versteht das nicht, der Mario, und rettet die ganze Zeit. Deswegen legt er auch immer Goldcoins hin, damit der Mario ein bisschen Geld verdient. Wahrscheinlich. Ja, ich sag dir locker, also ich glaube, Peach kassiert das alles ein. Peach auf ist der wahre Fall. Bösewicht. Ah! Ich hasse diese Stelle! Peach ist der wahre Bösewicht. Bowser ist eigentlich der Gute und Mario nur ein ahnungsloses Opfer. Ja, genau. Oder Bowser ist halt der Komplize von Peach, so. Ne? Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, aber dann wieso sollte er dann Geld hinlegen? Ja, kann er es ihr auch direkt geben. Nein, das Geld liegt einfach generell in dieser Welt so rum. Das ist einfach so. Das Geld liegt in dieser Welt generell irgendwie immer darum. Keiner weiß warum, aber es ist so. Und man müsste halt normalerweise losziehen und es einsammeln. Aber Mario ist halt so ein fauler Sack. Der hockt die ganze Zeit nur vom Fernseher auf der Couch. Der hat gar keinen Bock da drauf. Und die Peach sagt dann halt immer so zum Bowser, ey, yo, kannst du mich nochmal einkassieren, damit der mal wieder raus aus dem Haus muss, ne? Und endlich mal ein bisschen Geld mitbringt. Ach, fick dich, Alter. Diese scheiß Kamera. So, das ist die Idee dahinter. Frag mich eigentlich, was der Luigi immer macht, wenn Mario auf Abenteuer geht. Der macht sich einen entspannten, sturmfreie Bude, Alter. Auf jeden. Ich meine, der hat theoretisch seine eigene Villa, lebt aber trotzdem bei Mario. Ja, locker jedes Mal, wenn Mario weg ist, macht der einfach erstmal so eine richtige Party, so, keine Ahnung. Irgendwie so holt sein Kart und sein Bike raus und macht erstmal das nächste Tournament und so. Ich meine, der hat ja auch eine eigene Piste. Ja klar, mehrere. Also. Mehrere. Und eigenes Haus, also eine eigene Villa. Wahrscheinlich macht er erstmal so ein Golffestival so, schön für die ganzen reichen alten Knacker so. Der hat ja nicht nur eine Villa, sondern eine Villa voller Schätze. Ja. Der Junge ist wahrscheinlich die reichste Person im ganzen Pilzkönigreich. Maybe. Oh Mann, oder was ist das hier? Mario hat ja auch ein eigenes Schloss. Ja, sowieso, Mario ist eh der reichste von allen. Ich meine, der ist halt auch fucking geldgeil, so naja, der Typ. Der ist der Dagobert Duck des Mario-Universums, also was ist das? Ja, aber der verliert auch immer wieder alles. Ja. So, wie komme ich jetzt da verdammt nochmal hoch? Weißt du, was ich mich dann aber frage? Der war Luigi. Hat der überhaupt ein Haus? Ich glaube, der hat nicht mal ein Leben. Der existiert wahrscheinlich gar nicht. Der ist nur so eine Halluzination von Mario, damit er nicht ganz alleine ist. Oder ist halt wirklich so ein Straßenpenner, lebt auf der Straße, weil er kein Haus hat. Ja, locker, Alter. Der arme Waluigi. Weil er keine Liebe bekommt. Oh Mann, Alter, was ist das hier? Ich komme die ganze Zeit da nicht hoch wegen diesem scheiß Wind, Alter. Ich bin jetzt zum 10. Mal hier runtergeflogen. Ich habe einfach keinen Bock mehr gerade. Was ist das hier? Hast du schon alle roten? Ja, schön wär's. Okay, nein, mir fehlen noch drei. Ah, einer ist auf dem Schiff. Ja, da will ich ja die ganze Zeit hoch. Aber das beim Schiff hier ist die Kamera komplett abfuck und der Wind ist halt auch hart im Weg, so. Ja, also ich habe die gerade First Try geholt. Ja, leck mich. Nee, ich weiß nicht mal, was dein Problem ist. Ja, der Wind! Ja, der behindert mich nicht. Bruder, was ist das? Oh Mann. Ist ganz oben auf dem Schiff auch noch einer? Nö, ich habe nur bei diesem Steg geguckt. Fick dich doch, Bruder! Ja, es ist locker auf dem Schiff, Alter. Das kann mir doch keiner erzählen, weil wo sollen die sonst nur noch zwei sein? Also, wie viel hast du denn jetzt? Keine Ahnung, ich habe einen auf dem Schiff gesammelt. Nein, wie viele Münzen du insgesamt hast? Ja, weiß ich nicht. Ja, drück halt mal Pause. 4. Okay, dann habe ich 6, dann habe ich 2 mehr. Dann hilft es uns immer noch nicht weiter. Scheiße, Alter. Locker ist auf dem Schiff ganz oben auch noch einer. Das kann mir doch keiner erzählen. Das wäre super dumm, wenn die das nicht machen. Oder wenn der das nicht macht oder was auch immer.
Mr. Skellux, können Sie mir ein Walkthrough zusenden? Gibt's ja genug auf YouTube. Aber ich sehe halt auch von ganz oben aus, sehe ich auch keine Münze mehr, ne? Ja. Also ja. Ich kann mir nur vorstellen, dass im Wasser vielleicht noch irgendwo eine versteckt ist. Das kannst du dir vorstellen, aber ob das wirklich so ist. Oh mein Gott, ich komme jetzt hier nicht mehr hoch, weil ich den Scheiger getötet habe und ich bin vorhin nur mit dem Scheiger da hochgekommen. Weil seems der Wind like a problem. Der Wind bläst mich hier immer weg. Du kannst dich auch mit der Kanone einfach hochballern. Das sagst du mir jetzt, oder was? Ich dachte, das wäre klar. Nein! Oh. Ja gut. Wo ist hier überhaupt eine Kanone? Ja, auf dem Berg. Waaah! Da, wo wir am Anfang waren, mit den zwei Bäumen, wo du von dem Wind runtergekickt wurdest. Ja, ich erinnere mich. Und natürlich ist hier eine Red Coin, war doch klar, hab ich doch gewusst. Ach, als ob, Bruder, als ob ich mich hier mit der Kanone umschießen kann, ey. Das sagst du mir, nachdem ich mich da 10 Jahre durch den Wind gekämpft habe. Ey, Digga. Das habe ich dir aber auch damals gesagt, als ich hier die Windcap geholt habe. Ja, als ob ich mir das seit 20 Parts merke, oder was? Und ich dachte, du hättest die Kanone oben gesehen. Ja, ich habe die gesehen, aber ich habe die nicht wahrgenommen. Vor allem, dass ich mich damit aufs Schiff schießen kann, war mir überhaupt nicht bewusst. So, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Können. Ja, warum sollte ich das können? Wieso solltest du es nicht können, ist die bessere Frage. Oh Mann. Mit einer Windcap und dann schießt du dich einfach hoch und dann... Wo ist das Problem da? Absolute Belastung ist das Problem. Die absolute Belastung. Okay, mir fehlt eine Red Coin. Gut. Ich habe gerade so eine Vermutung, vielleicht auf dem Heißluftballon. Nein. Nein. Schade, wäre ein cooles Versteck gewesen. Aber nein. Ich bin halt jetzt wirklich ganz... Oh, das ist ein One-Up. Okay, cool. Ich bin jetzt halt wirklich ganz oben in der Welt und ich habe den Überblick über alles. Und ich sehe keinen Red Coin mehr. Dann ist sie wahrscheinlich irgendwo unter Wasser oder in irgendeiner Ecke. Ja, muss eigentlich. Oh fuck, meine Cappy hat aufgehört, ey. Geronimo! Geroni zum Mo. Okay, Alter. Ja, ich weiß es nicht, Alter. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt wahrscheinlich einfach nochmal das Wasser durchsuchen, oder? Hast du im Wasser 2 Münzen gesammelt? I think not. Weil ich nämlich nicht. Ah, lol, ich hab sie. Ihr Ehrenlosen. Mario, kannst du bitte gerade springen? Nein, kann er nicht. Oh, ist dein Ernst. Was ist das hier? Mario! Der gute Mario! Mist. Oh mein Gott. Was tust du? So. Alright, Stern ist gespawnt. Jetzt muss ich nur noch wieder rankommen. Getten. Das ist jetzt die Schwierigkeit. Wo sind die nächste Fliegencappy von hier? Das ist nur eine Empfehlung von mir, aber ich würde die Kanone benutzen. Ach was? Aber ich hätte ganz gerne trotzdem die Fliegencappy. Ja, ohne wäre ein bisschen blöd. Ja. Also ich könnte mich da vielleicht one hinschießen, wenn es überhaupt möglich ist, aber... Ich glaube nicht, dass es so genau möglich ist. Ich weiß es nicht, aber ich glaube eher nicht sogar. Nee, ich denk's auch nicht. Oh man, Alter. Ja toll, wie komme ich an diese scheiß Cappy jetzt ran, Alter? Was ist das hier? Ah, soll ich dir sagen, wo eine ist? Dann muss ich mich raten bei der Kanone. Genau. Leck mich. Jetzt habe ich eine. Ey, Digga, was ist das? Was ist diese Welt einfach? Was ist diese Welt? Eine Welt. Ah, die Aufnahme ist auch erst eine halbe Stunde lang, das passt schon. Wir haben ja auch erst schon einen Stern gesammelt. Du musst ja noch die. Hast du die 19 Minuten vorausgerechnet? Ja, wir haben jetzt 48 Datei. Okay. Uff, Alter. Ja, ist egal. Wir machen auf jeden Fall noch eine nächste Welt, würde ich sagen. Das heißt, als nächstes geht's in die Star Road. Ja, ich glaube schon, weil ich weiß nicht, haben wir auf dieser Ebene noch eine Welt? Nee, ich glaube nicht. Nö, wir haben die Dings durch, wir haben die Kastenwelt durch, wir haben die Feuerwelt durch und die belastende Welt durch. Genau, eigentlich waren die alle belastend, außer der Vulkanwelt. Die Vulkanwelt war richtig entspannt. Die Vulkanwelt war komischerweise die einfachste. Ja, die war auch geil. Ich fand die geil. Oh fuck, jetzt habe ich ein Problem. Wie komme ich jetzt zum Stern? Die nehmen die Kanone und schießen sich hoch. Ach was. Oh mein... Oh. Aber das war das riskanteste Flugmanöver ever, Alter, aber ich hab's geschafft. Bin raus. Bin fucking raus! Wo bist du gerade? In der Kanone. Ach lol. Ja, dann baller dich mal weg, würde ich sagen, sonst siehst du wahrscheinlich gar nichts mehr. Aber warte, nur auf mich. Alright, Leute! All hail the Star Road oder so in der Art. Ab geht die Party. Erinnert mich an die Star Road?
Aus Super Mario RPG. So, kleiner Fun Fact: Fall hier nicht runter, weil dann ist er wieder unten, muss den ganzen Weg wieder hochlaufen. Das weiß ich. Wir gehen ins Ufer. Ist das so? Ja. Ich sage, wir gehen ins Ufer und ich tue es. Ob du mir folgst, ist eine andere Sache. Ich komme einfach nicht mal rein, Bruder. Was ist das? Okay, jetzt. Ob du mir folgst, ist eine andere Sache. Oh, ich glaube, das ist die Welt, die ich liebe. Ja, die ist so geil. Ich liebe diese Welt. Du hast so einen Astronauten-Mario. Diese Welt ist so cool. Ich finde die so cool designed. Die hat sowas richtig Geiles an sich. Ich mag die Welt wirklich. Vom Design einfach. Ich meine, das ist so eine Idee, Mario auf den Mond zu schicken. Einfach geil. Warum kommt Nintendo nicht auf sowas? Ist es schon mal. Ja, in Odyssey vielleicht oder so mittlerweile. Ich weiß es nicht, habe ich nicht gespielt, aber... Paper Mario 2. Oh, okay. LOL. Ach, ist hier... LOL! Hier ist die Kanone! Hier ist einfach ein Panzer und da ist die Kanone drin! Ey, wie geil! Bruder, was? Wie gut! Oh mein Gott, es gibt hier den 5 Rätsel auf jeden Fall. Oh Mann. Ich bin hier bei einer Rakete. Ja, da musst du auch hoch. Schön, dann gehe ich hier richtig. Ja. Sozusagen. Lol, ich habe mich einfach voll an diesen Ring dran geschossen. Boah, aber ich finde die Musik hier so geil. Ey, die Musik ist sauna. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Leute, schreibt's in die Kommentare. Und die Kanone da hinten sieht, also diese große Kanone sieht für mich irgendwie aus wie ein Gebilde, was du in Star Wars platzieren könntest. Meinst du das da rechts? Am Anfang? Oder links? Ja, diese Doppelkanone mit den zwei Leuten. Ja, das ist auch eine Kanone. Damit kannst du nicht wirklich schießen. Lol, die sieht halt 1:1 aus, als könntest du ihn in Star Wars setzen. Wahrscheinlich ist sie daraus auch daran inspiriert oder so. Aber es ist halt so aus wie ein Laserturm von einem Sternzerstörer. Ja, ja, ja. Ist so. Ja, aber die Welt ist wirklich nice. Ja, wenn du einmal runterfällst, hast du echt. Nee, ich bin gegen Kugeln geflogen. Achso, ja dann. Dann ist ja gut. Oh mein Gott. Nee, das ist auch die Welt, wo es halt richtig lustig ist, weil wenn du auf diesem Weg da oben bist, bist du halt scheiße weit oben. Aber du kannst halt runterfallen und einfach eine Stampfattacke machen und es passiert nichts. Der gute alte Sprungkick. Ja. Der funktioniert immer. Ja, und das, du kriegst wirklich null Schaden, das ist so lustig. Gut, ich gehe dann wieder hoch. Ja, ja, mach das, ich bleib hier unten. Gut. Und sammle hier ein bisschen Stuff. Commander, ich gehe abheben. Ja, Mann. Hier gibt's sogar ein paar Mondgumbas, Alter, was ist das? Ich guck mal, ob ich mich hochschieben kann, ich nehme die Kanone. Nee, kannst du nicht, vergiss es. Da, so genau kannst du nicht landen, das kannst du abhaken. Weil da gibt's keine Wand, wo du dich gegen schießen könntest. Du müsstest quasi auf dem wandlosen Boden landen und das, nein. Falls du dich überhaupt dahin zielen kannst. Oh lol, hier gibt's eine Shell? Oh, und die Wand hier ist durchlässig, alles klar. Warum gibt's hier eine Shell? Mario? Okay, danke. Hä, Leute, ernsthaft? Wieso gibt's hier eine Shell? Ich kann mich vielleicht nicht auf den Sternweg schießen, aber ich kann mich zur Rakete wieder schießen. Ja, das kannst du machen. Aber ich bin jetzt gerade überlegen. Lol, ich bin auf dem Panzer gelandet. Was? Ja, da ist so ein Panzer. Noch. Okay. Warum gibt's hier eine Shell? Ich bin jetzt hier gerade ewig durch die Gegend gecruised. Ich habe keine sinnvolle Sache. Ich hab die Münze auf den Sternweg geglitscht. Die Münze? Was? Ich hab einen Bauern besiegt für eine Münze und die ist einfach auf den Sternweg hochgesprungen. Hä? Okay. Interesting. Hätte ich mit der Shell hier runtergesollt? Geht das überhaupt? Nein, oder? Niemals. Oh, ich hab WhatsApp noch an, lol. Ja gut, also... Jetzt kriege ich die ganze Zeit WhatsApp-Nachrichten auf dem PC. Alles klar. Alter, oh mein Gott, was ist das für ein Ding hier? Geh mir weg. Ein dickes Ding. Diese komischen Staubsaugerroboter, die hier rumfliegen, Alter. Nicht die Staubsaugerroboter. Oh, doch. What the fuck? Was ist denn jetzt mit der Kamera schon wieder? Ah, nur ein paar Münzen. Nice, Alter. Oh, da ist was. Da ist was. Will ich da hin? Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Natürlich willst du da hin. Ja, da ist eine Röhre, aber ich habe jetzt schon 50 Münzen tatsächlich und ein paar rote. Vielleicht sammle ich einfach die 100 Münzen. Well, you could do that. But do you want to do that? Nee, eigentlich nicht. Then don't do that. Ach was. Lebensweisheit mit Kevin. Ah! Ich weiß halt auch nicht, was da ist in dieser Röhre. Vielleicht ist es ein Secret Star? Der Sinn des Lebens. Ja, wahrscheinlich. Ach komm, scheiß drauf, wir machen die Röhre anders. Alter, diese Bodenstaubsauger sind echt hart aggressiv, ne? Muss man mal so festhalten. Diese Bodenstaubsauger sind richtig echt hart aggressiv. Die sollten Aggressionstraining vollziehen. Auf jeden Fall. Ich meine, hast du mal gesehen, wie auf dich zugejettet kommen, die Dinger? Vielleicht wollen sie dir noch was verkaufen, sind aber so energisch, dass sie dich aus Versehen umrempeln.
Ja, diese Staubsaugerverkäufer, die an der Tür kommen, meinst du? Und das sind jetzt einfach mechanische Staubsauger, die direkt sich selbst verkaufen. So, die kommen an die Tür, klopfen so, möchten Sie einen Staubsauger kaufen? Sie haben gar keinen Staubsauger dabei. Kaufen Sie mich! Also aber auch mit genau diesem Akzent übrigens. Nein, du musst ein richtig italienischer Akzent sagen. So, kaufe mich! Ja, Mann. Genau so, Alter. Okay, ist also ein Bitcoin-Switch. Wenn Mario Staubsauger vorbeikommen würde und das mir sagen würde, würde ich sogar ernsthaft überlegen, ihn zu kaufen. Uff. Oh, gibt's hier nur zwei Blue Coins? Oh mein Gott, ist der Assi. Ich bin übrigens wieder. Oh, hallo. Hi. Wieder runtergefallen, aber diesmal, weil ich fast vom Feuer gekillt wurde. Oh, ist ja entspannt. Das ist ja entspannt. Hast du schon irgendwas gefunden, wo eine Shell sinnvoll wäre? Nö. Ja, ich auch nicht. Aber ich hab eine Shell gefunden, das ist so die Sache. Der hat mich durch die Wand geglitscht. Meinst du hier unten auf dem Boden? Nein, da wo ich hochgekommen bin. Er hat mich einfach da reingeworfen. Du kannst nämlich tatsächlich hier unten beim Boden durch die Wand laufen, das geht. Also das soll nicht so sein, aber es geht. Hat jemand mal wieder die Collision Detection verkackt? Ach lol, ich wollte gerade die Leiter hochklettern, aber diese Leiter ist natürlich nur, eine Textur. Da kann man natürlich nicht hochklettern. Was sehr schade ist. Ja, Mario klettert halt keine Leitern. Der ist ja nicht Link. Und wo kämen wir da hin? Nach Ocarina of Time. Ja, Mann. Flashbacks, Alter. Langsamstes Leiterklettern, die ist jetzt von überall. Aber geiles Spiel. Machen wir vielleicht irgendwann einen Streamer zusammen durch, Leute. Wer weiß. Boah, zusammen Ocarina of Time. Oh! Mein Gott. Das wär, kann ich dein Spieleberater spielen? Ich kenne das Spiel. Ich habe es selber schon gespielt. Dann brauche ich keinen Spielberater. Dann musst du es aber 100% machen. Oh mein Gott. Ja, das dauert mir zu lange. Wobei ich es theoretisch machen könnte, weil das habe ich, glaube ich, schon gemacht. Oder Digga, kann dieser Chucky mich jetzt in Ruhe lassen? Was ist für ein ehrenloser Hund? Ich weiß nicht, was los ist, aber heute habe ich echt meine Sprungkünste zu Hause gelassen. Digga, dieser Chucky hat mich gerade zum vierten Mal gegriffen. Jetzt lass mich in Ruhe. Alter. Hör auf, Digga, das ist das fünfte Mal. Ich fass es nicht. Chucky, hör auf. Finger weg. Bruder, was ist das für ein Vieh? Das ist sexuelle Belästigung. Das ist echt, da ist alles vorbei. Holy fuck. Ich zeig dich an. Einfach seriously fünfmal weggeballert hat er mich. Ich hab's übrigens bald. Bald hab ich's. Wie oft bist du jetzt eigentlich schon runtergefallen? Fünfmal. Ah, ja, perfekt. Ja. Okay. Schieben wir es auf den Chuck, ja. Oh Mann. Ich feier das, dass man hier einfach durch die Wand laufen kann. Das ist richtig random. Da wurde einfach die Kollisionsabfrage irgendwie vergessen, glaube ich. Keine Ahnung. Aber die Star Wars Kanonen einbauen. Ja, die ist geil. Der Mann hat Prioritäten gesetzt. Ja, ist so. So muss es sein. So muss es sein. So, hier ist eine Musikbox. Ich weiß nicht, ob ich die haben möchte, aber ich nehme die jetzt einfach. Lol. Irgendwie rutscht man hier auch ein bisschen, habe ich das Gefühl. Weiß nicht genau, ob das vielleicht Einbildung ist oder so, aber irgendwie. Aua, aua, aua. Oh. Okay, so. Ich habe 91 Münzen tatsächlich. Das ist eigentlich ziemlich viel. Ich bin tatsächlich wieder bei dem Satelliten. Ist es so? Dann bist du aber noch lange nicht oben, glaube ich. Doch, Hälfte. Ja, eben. Sag ich ja noch lange nicht oben. So, diesmal benutze ich ein bisschen mein Gehirn und passe den Sprung ab. Gehirn? Was ist denn das? Kann man das essen? Oh mein Gott. Er hat sich festgehalten. Ich liebe dich. Danke. So, wir sind dem abpassen. Du hast einfach nur Glück gehabt. Nein, ich habe das richtig abgepasst mit der Sprungplattform. Nein! Und den zweiten Sprung habe ich verschissen. Ey, komm schon. Jetzt habe ich mich in diesem Raum schon festgebackt. Nein, jetzt Bruder, ich habe 93 Münzen und ich bin in diesem Raum schon festgebackt. Kann ich dich wieder habe 93 Münzen und fucking 6 Red Coins. Kann ich dich rauskicken vielleicht? Probier mal, ob du mich rausstampf attacken kannst vielleicht. Sekunde, ich möchte mir echt mal erstmal kurz Münzen holen. Ich habe nur noch ein Leben. Oh ja, dann mach das. Warte, ich probiere mal vielleicht Kirby auszuwählen, weil Kirby hat eine bei weitem kleinere Hitbox, glaube ich. Und der ist auch langsamer und sowas, hat eine andere Fallphysik. Vielleicht kommt der da raus. So. Nee, kommt der nicht. Okay, warte, ich wechsle wieder zurück zu Mario. Oh Mann! Eingezielter Kick in die Fresse. Ja, hoffentlich. Yes! Oh, danke, Ehrenmann. Oh mein Gott, yes. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich selber keine Leben mehr gehabt hätte, ne? Weil das heißt, du hättest mich damit halt automatisch umgebracht. Ich habe meine Klempner-Fu-Ausbildung also nicht umsonst gemacht. Ja, Mann. So gut. So, kann ich jetzt diesen scheiß Chuck ja endlich mal loswerden da oben? Der fuckt mich ab. Der hängt auch schon wieder halb in der Wand drin. Was macht denn der da? Schick die Viecher in die Hölle, wo sie hingehören. Ja, Mann. Komm her jetzt. Nein, 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 es geht in die Wand gesprungen. Ich glaube es nicht, der hat mich schon wieder. Weißt du was, ich ignoriere den jetzt einfach. Wobei, nee, ich brauche dem seine Münzen. Komm her, du ehrenloser Hund. Ich brauche die Münzen. Ich bin jung und brauche das Geld. Ha, ich hab ihn. Arschgeige. Du musst das... Warte, spielst du gerade als Mario? Ja, ja, klar. Gut, dann, der braucht das Geld für seine Prinzessin.
Ja, auf jeden. Der wird abgezogen. Alter, zwei Münzen fehlen noch, komm schon. Oh, lass mal rum. Wenn er genug Geld der Peach bringt, darf er ihm immer die Schuhe ausziehen. Und dann die Füße massieren. Ja. Yes, Alter, ich hab den 100 Coins aber da. Aber nur, wenn er genug Geld bringt. Ja, ja, klar. So, der muss dafür bezahlen, dass er das machen darf, so. Andere Leute werden dafür bezahlt, was ist das? Und der Kuchen ist auch nur so ein Trostpreis. Was für ein Kuchen, den gibt's doch nie. Das ist doch immer nur die hier. Damit wird er doch immer nur gelockt. Der kriegt doch nie einen Kuchen. Ich meine, selbst, okay. Selbst bei Mario 64 damals so, sie hat geschrieben, dass der Kuchen da ist. Er kommt an, es gibt keinen Kuchen. Und erst als er sie gerettet hat, heißt es dann so, ja, wir könnten ja mal einen Kuchen backen. Aber backen heißt, es gab vorher noch gar keinen Kuchen. Also der arme, ja, Mario, jetzt mal ehrlich. Der wird doch nur verarscht. Oh, aua. Sein Arsch wurde auch gerade weggesprengt. Hast du mal das Ende von Odyssey gesehen? Nein, aber... nicht dein Ernst, Alter! Ey, Bruder, was ist das für eine Welt? Du Hund, Alter! Du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Ich hatte noch die Hälfte der Leben. Bei dieser Rakete, ne, da ist ja unten so ein Staubsaugerroboter, der drunter rumcruist. Ja. Ja. Der hat mich in die Wand geschoben. Ich konnte nicht mehr raus aus der Wand. Und er hat mich dann nochmal reingeschoben, dass ich einfach in der Wand gestorben bin. Obwohl ich noch die Hälfte der Leben eigentlich hatte. So, Bruder, hier haben wir den Stern. Der hat mich quasi so out of bounds geschoben, dass ich wirklich einfach vom Spiel als tot gezählt wurde. Nett. WTF, Alter. Aber ich hab meinen Star. Ja, ich hab den 100 Coin Star gehabt, aber den Red Coin Star muss ich jetzt gerade nochmal neu machen, weil, ja, das Spiel dachte sich so, nee. Climb through the machinery. Was du vielleicht machen könntest, wäre auch hier mit dieser Kanone. Da sind fünf Ringe irgendwie in der Luft. Ich glaube, die musst du wahrscheinlich alle treffen, um einen Star zu bekommen. Du willst den Cannon Master, du kriegst den Cannon Master. Genau. Weil ich habe nämlich schon probiert, einen von zu treffen und ich bin halt hart gegen die Wand geflogen. Und du kennst ja mich, ich was kann, dann den Schütze zu sein. Ja, Mann. Vor allem, ich dachte halt, es gäbe hier vielleicht eine Wingcappy oder sowas, aber scheinbar nicht, weil ich habe bisher keine gesehen. Und obwohl das eigentlich zum Thema passen würde. Ja, aber das heißt, da musst du wahrscheinlich einfach wirklich fünfmal da hochschießen. Von daher wird es bei mir halt wirklich 30 Jahrzehnte dauern. Ja. Und ich mache jetzt eh gerade noch die Red Coins und dann können wir wahrscheinlich dann den Part auch passend beenden, denke ich, wenn wir diese beiden Sterne haben. Das hat sich gar nicht so lang angefühlt. Nee, überhaupt nicht. Diesmal lief es auch wieder richtig gut eigentlich. Aber die Welt hier oben, die Welten hier oben sind auch alle relativ geil. Also so wie ich die in Erinnerung habe, sind die alle ganz nice. Was mache ich hier? Sag das doch. Also das hier ist halt eine meiner Lieblingswelten. Ganz klarer Fall. Ja, die sieht sehr cool aus. Die ist super. Die lässt sich auch angenehm spielen irgendwie. Ja. Ich meine, das war 15 Mal runtergefallen, aber das war meistens sagen, meine Schuld. Es gibt viel Fail-Potenzial halt, aber trotzdem ist es irgendwie nie so, dass es sich unfair anfühlt, wie wenn irgendwie so eine Biene auf dich zugerast kommt. Wo ist der so. Fünfte? Ich weiß es nicht. Ach, da drüben! Da drüben ist der Bastard! Ja, da sind ein bisschen verteilt. Dann treffe ich den. Dann gucke ich, dass ich den zuerst treffe. Das ist der schwerste. Ja. Also ich habe noch keinen davon getroffen, aber ich nehme einfach mal an, dass du wahrscheinlich dafür diese Rätsel bekommst, weil... Okay, perfekt. Und dafür kriegst du diese Rätsel, ne? Ja. Eins von fünf. Das dachte ich mir. Alles andere hat mich auch gewundert. Gut, dass du mich dabei hast. Ja, auf jeden Fall. Fun Fact, wir haben eine Stunde Aufnahme. Schon, oh mein wieder. Gott. Oh mein... Lass das, du Vieh. Lass das! Du ehrenloses Stück! Du bist doch... Ehrenlos. Oh mein Gott! Alter! Ich komme hier nicht mehr raus. Ich müsste hier einen Dreiersprung aufladen, aber... Oh mein Gott, okay, ich hab's. Ey, Digga, das Vieh ist so gefährlich. Holy fuck. Gefährlichster Gegner, noch gefährlicher als Bowser. Ja, wirklich, weil die Sache ist halt, das Ding glitscht dich halt in die Wand rein und du bist dann wirklich mit dem ersten Hit quasi tot. Weil du hast volle Leben und du bist trotzdem einfach tot, das ist egal. Oh mein Gott, ich hab ein Problem. Du wirst da so out of bounds gewertet, dass du einfach tot bist. Oh mein Gott, ich hab ein Problem. Was machst du? Ich weiß nicht mehr, welchen Ring ich jetzt welche ich schon abgeschlossen habe. Das ist ein Problem, ja. Oh mein, obwohl ich glaube, es war der und der. Okay, oh gut. Gott. Okay, so, ich hab die Coin. So, jetzt kann ich euch zeigen, was ich mit der Stampfattacke meine. Und zwar, man springt hier von ganz oben runter, Mario würde sich normalerweise das Rückgrat brechen. Aber ja, wenn ihr Kuss und Boden stampft, dann passiert halt nichts. Oder die alternativ auch den Sprungkick benutzt. Ja, genau. Was halt von daher, ja. Also man kann auch Kuss und Boden irgendwie seinen Kopf an die Wand knallen oder sowas, wenn Mario dann diese Animation abspielt, dass er irgendwo gegen geflogen ist, dann funktioniert's auch. Ja, das passt auch.
Also einfach alles, was halt alles, irgendwie was aus euer dieser Fallanimation cancelt. Genau, alles, was irgendwie aus dieser Fallanimation rausholt halt. Dann wird ab da sozusagen der Fallschaden neu berechnet. Das heißt, wenn du die Stampfattacke zu früh machst, dann passiert dann trotzdem Fallschaden, aber... Anders als in Minecraft. Ja. Da ist jeder Fallschaden Fallschaden. Ja, logischerweise. Das muss ja auch eigentlich so sein, ich meine. Ist jetzt nicht so, dass wir das hier als gute Gameplay-Mechanik werten wollen. Das ist halt einfach ein Bug, den man nie gefixt hat, aber... Also ich finde es eigentlich gut. Das ist... Da kann Pro-Spieler halt nochmal ein bisschen mehr rausholen. Ja, ich sag mal so, wenn ich das in dem heutigen Mario sehen würde, würde ich mir denken, Leute, das ist euer scheiß Ernst. Aber, ja, so ist schon okay. Ich meine, das ist jetzt halt Mario 64 drin und es ist da drin und so. Ich meine, wenn es nicht drin wäre, wäre es irgendwie komisch, weil wir kennen es halt nur so. Also mit der Stampfattacke, das funktioniert bis heute noch. Nee, ernsthaft? Natürlich funktioniert das bis heute noch. Als ob. Ja, natürlich. Dafür müsstest du die fundamentale Technik der Stampfattacke ändern. Ja, dann sollte man das mal machen. Nein. Ich meine, sagen wir mal realistisch. Wenn Mario halt mal mit Super Speed von 10 Kilometern hoch runterfällt, ob er sich dann in der Mitte der Luft noch mit Arsch nach unten dreht oder halt eben nicht. Geschenkt. Ich meine, man müsste quasi diese kurzen Frames rausnehmen, wo Mario quasi in der Luft stehen bleibt. Das dürfte es halt nicht mehr geben. Der müsste quasi in einer flüssigen Animation sich halt umdrehen. Aber dann ist es eigentlich kein Problem, das so zu programmieren, dass er entsprechend aufs Maul kriegt. Ja, aber ich finde, das sollte man drin lassen. Naja, keine Ahnung, also. Ja, aber ich bin auch intensiver Mario-Spieler. Ich sehe da ein bisschen anders darüber als die Casual. Ja, die Sache ist halt, das ist. Also für mich ist es halt einfach ein Bug so. Ich weiß nicht, was das. Ne? Also, it's not a bug, it's a feature. Aber ich meine, das ist in Donkey Kong Country ja auch so. Es ist überall. Die DK-Rolle. So. Nachdem man diese Rolle gemacht hat und in den Abgrund rein, kann man ja nochmal springen. Aus dem Abgrund raus sozusagen. Ja, das kannst sollte ja auch man eigentlich nicht können. Ja, ist auch ein Bug eigentlich. Das war damals ein Bug und ist seitdem jetzt als Feature geblieben. Ja, das ist halt genauso wie der Mario-Jump. Aber in Donkey Kong wie in Mario sind das essentielle Techniken. Ja, in Donkey Kong schon, weil Donkey Kong ist halt auch ein bisschen schwieriger, da brauchst du sowas. In Mario, ganz ehrlich, ich spiele Donkey Kong immer ohne diesen Rollensprung. Ah ja, aber in Mario, ganz ehrlich, wenn das jetzt fehlen würde, es würde keinem schaden. Mir. Ja, dann stirbst du halt mal einen Fallschaden und weiter, ist doch egal. Tu ich nie eigentlich in Mario Games, aber ich benutze es immer gerne. Eben, tust du nie, deswegen. Ach, du bist auch gerade fertig? Ja. Ah ja, perfekt. Dann passt ja, dann beenden wir hier den Part. Gut. Ups, ja, nice. Ja, alles klar, Bruder. Bin abgerutscht. Hä, warte, das ist mein rechter Trigger auch noch kaputt. Ah, nee, okay. Ich dachte gerade, ich kann keine Stampfattacken mehr machen. Okay, dann. Komm, geh hoch. Der scheiß Controller, Bruder. Gut, wir haben in der Welt 3, 4 Sterne schon gesammelt. Fehlen nur noch 3. Entspannt. Könnt ihr euch auf jeden Fall also im nächsten Part drauf freuen. Es wird hier noch einige coole Welten geben hier oben. Und die schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Also wieder einschalten, Abo nicht vergessen. Daumen hoch und so weiter, ihr kennt's ja. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.